Dein Monitor aus. Gut. Könnte allerdings etwas spannender sein. Sehr gut. Testen wir also die Funktionalität. Wir beginnen mit der Kalibrierung der elektrooptischen Zielsysteme. Sam, ich zeige ein virtuelles Ziel an. Versuche ihm visuell zu folgen. Wenn das Bild rumspinnt, sag Bescheid und ich passe die optischen Nervensensoren an. Wird langsam wirklich lästig, wisst ihr das? Wie oft soll ich das noch machen? Grundlagen sind wichtig, Gideon. Nur weil sie ein Handbuch lesen können, heißt das noch lange nicht, dass sie wissen, was sie tun. Sie wissen, dass ich weiß, was ich tue. Also weiter im Programm. Was steht heute noch auf dem Plan? Hey, ich weiß, du willst so schnell wie möglich in die Bar, aber wir haben noch viel vor uns. Ich übertrage dir jetzt die volle Kontrolle. Sehr gut. Ich glaube, das ist für heute genug. Gute Arbeit, Sam. Nach dem ganzen Training habe ich Hunger. Elena, kommst du mit?
Der Orden des russischen Sterns heißt Sie nun zur Geburtsstunde des neuen russischen Staates willkommen. Mein Orden hat von nun an das alleinige Sagen in Russland. In 10 Stunden werden wir erneut unsere Macht beweisen. Nur eines kann die vollständige Zerstörung von New York City jetzt noch abwenden. Ihre bedingungslose Kapitulation. Am heutigen Tag widerfuhr dem amerikanischen Volk eine große Tragödie. San Francisco hat sich für immer verändert. Und jeder Amerikaner beklagt und betrauert den Verlust der unzähligen Männer, Frauen und Kinder. Den für diese schreckliche Tat Verantwortlichen sagen wir voller Überzeugung, dass wir mit niemandem verhandeln werden, der uns zu zerstören versucht. Unsere Stärke und unser Wille sind ohnegleichen. Wir werden siegen. Gott segne Sie alle. Und Gott segne die Vereinigten Staaten von Amerika. SC-01 Providence befindet sich zurzeit in der Hand der für den Coup in Moskau Verantwortlichen. Die Leitung der Operation obliegt anscheinend einem Boten namens Zaitsev. Ach ja, das ist Sam. Papa hat ihn uns mitgeschickt. Männer, nur noch 8 Stunden trennen New York vom gleichen Schicksal wie San Francisco. Damit eins klar ist, wir werden das verhindern. Bemerkt hast, aber deine neuen Freunde mögen dich nicht besonders. DARPA-Agenten erhalten ihre Befehle direkt vom Präsidenten und Verteidigungsminister. Die Jungs hier wollen nur ihr Revier markieren. Sam, denk dran, warum wir hier sind. Hören Sie mir einfach zu. In der amerikanischen Regierung gibt es einen Verräter. Ich kann diese Information nur Ihnen anvertrauen. Das russische Militär will mit Hilfe des Mikrowellenenergiefeldes die USA angreifen. Als dessen Entwickler kann ich diese Art von Missbrauch nicht zulassen. Sie wissen, was zu tun ist. Wir finden den Professor. Alles hier, sogar der Anzug, basiert auf seinem Energiedesign. Er ist zu wertvoll, um ihn umzubringen. Ich weiß. Das ist also euer neues Spielzeug. Nicht mal ein Kratzer. Du hast in dem Ding doch trainiert, oder? Unsere Simulatoren sind sehr gründlich. Die haben dich ganz schön fertig gemacht, was? Bei DARPA könnten wir dich als Testobjekt gebrauchen. Was soll der Scheiß? Hier drin herrscht Rauchverbot. Thank you.
Ende wollt ihr ewig leben!
Der Ankunftsbereich von Landebucht 3 liegt vor euch. Der Bereich ist stark umkämpft. Bravo! Unter Deckung nach vorne! Zu Befehl! Ich schätze, jetzt geht's los. Dein Anzug zeigt normale Werte, Sam. Das hat bisher noch keine Zunge gesagt. Die senden was her. Feindliche Verstärkung nähert sich eurer Position. Irgendeinen anderen Weg nach oben? Sieht ganz so aus, als müsstet ihr euch da durchkämpfen. Das Tor ist jetzt offen. Gut, los geht's. Verstärkung nähert sich eurer Position. Irgendeinen anderen Weg nach oben? Sieht ganz so aus, als müsstet ihr euch da durchkämpfen. Das Tor ist jetzt offen. Gut, los geht's. Thank you.
gesehen. Das Haupttor ist über euch. Ihr müsst nach oben und es öffnen. Burns, ich brauche Unterstützung. Franklin, Rios, ihr geht mit Sam. Der Rest gibt Deckung, Feuer. Feind zerstört. Feind eliminiert. Zwei feindliche Transporter nähern sich von hinten. Abfangen feindlicher Transporter vorbereiten. Ich empfange eine Hitzequelle aus dem Inneren der Substruktur. Geht's vielleicht auch etwas genauer? Datenanalyse komplett. Es handelt sich wohl um den russischen KNRB-0 Argos-Roboter, um den es in der Debatte über die Kontrolle von Massenvernichtungswaffen geht. Scheiße! Ich glaube, ich brauche eine größere Knarre. Das ist ein Monocoque-Design. Die Ladekapazität ging auf Kosten der Panzerung. Die Außenhülle sollte daher Schwachstellen aufweisen. Ich mach nicht! Denen ist Feuerkraft wichtiger als Verteidigung. Das werden sie noch bitter bereuen. Langstreckenlaser.
gehört? Ja, habe ich. Bravo! Das gesamte Feuer auf das Herzstück richten! We'll be right back.
Missionsziel erreicht. Gute Arbeit. Wenn du meinst. Labern könnt ihr später. Los geht's! Gerne. Das Haupttor ist jetzt offen. Bravo, durch das Tor. Aber haltet es geschlossen, bis Verstärkung kommt. Können wir uns mit Hilfe des Teleportationssystems durch die Kolonie bewegen? Baba arbeitet im Moment noch dran. Aber es wurde noch nicht an Menschen getestet. Nein, bei den Tests wurde einer Ratte der Kopf buchstäblich den Arsch hochgeschoben. War ja nicht anders zu erwarten. Hey, es dauert noch mindestens 3 Jahre, bis wir das mit einem Menschen schaffen. Ihr werdet bald auf verbündete Einheiten stoßen. Ich übermittle die Koordinaten. Verstanden. Bravo, bewegt euch! Lustig.
nur Köhle. Das weiß ich. Ich soll eine ganze Einheit opfern, um drei Männer zu retten. Nein, ich mach's. Du mir einfach die Erhebung halt. Danke, Sir. Hätte nicht gedacht, dass mich jemand rettet. Hast du die anderen befreit? Ja, sie sind alle in Sicherheit. Ihr Pech. Die Dinger fühlen sich toll an. Ich glaub's ja nicht. Das Tor ist offen. Auf der anderen Seite müsste ein Aufzug sein. Habt ihr das gehört? Das ist unsere Chance. Alle zum Aufzug! Ja.